nach der Diagnosestellung, also ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Das war Unsicherheit, das war dann sich minderwertig zu fühlen, das waren Ängste, auch Wut kam dazu. Warum? Ich habe mich nie gefragt, warum gerade ich. Ich weiß nicht warum, aber das war nie ein Thema für mich. Ja? Aber eigentlich unfähig nachzudenken, was muss ich jetzt ändern, was soll ich ändern. Es kamen da natürlich auch Existenzängste dazu. Was ist, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann? Man ist ja doch ein gewisses Level gewohnt, so wie man lebt. Was passiert dann? Solche Gedanken kamen dann im Laufe der Zeit. Ich habe am Anfang versucht, alles so aufrecht zu halten, wie es immer war. Was letztendlich dahin führt, dass man so ein krankheitsbedingtes wie ein Burnout kriegt. Ja? Man will alles top machen, noch besser als vorher, weil die Krankheit, die verändert nichts bei mir. Und das möchte ich jedem sagen, der die Diagnose kriegt, das ist der größte Blödsinn, den man machen kann. Sondern man soll sich Zeit nehmen mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, mit seinen Ängsten, mit seinen Aggressionen, die man dann vielleicht auch einmal kriegt. Man soll die an sich heranlassen, man soll sich mit denen auseinandersetzen. Weil das ist letztendlich der Weg dorthin, wie führe ich mein Leben mit der Krankheit.